Hallo Leute, hier ist wieder LA9717 mit Anno2070. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, wieso ich jetzt im Hauptmenü bin. Ganz einfach, ich stoppe kurz mal hier mein Endlosspiel Tycoon für eine Zeit, denn jetzt will ich das neue Weltgeschehen machen, und zwar Global Dis... Egal, auf jeden Fall, ist es halt neu, das heißt dann der große Börsencrash, und wir werden jetzt mal kurz mal das Intro sehen. Gibt's auch keinen? Doch, da. Möglicherweise haben das Sie gucken wir uns mal kurz mal an. Bewegungen am Aktienmarkt bereits beobachtet. Das Wichtigste in Kürze. Der Wert von Global Trust Anteilen ist stark gefallen. Wegen einiger unglücklicher Grenzkonflikte mit der E-Initiative. Dieser Kurssturz hat einen Abwärtstrend ausgelöst, der mit jeder Minute mehr Kapital vernichtet. Um eine weltweite Rezession zu verhindern, haben der Global Trust Vorstand und Skylar Baines sofortige Gegenmaßnahmen autorisiert. Erstens, wir möchten, dass sie neue Bevölkerungszentren in den kürzlich akquirierten Sektoren aufbauen. Diese Siedlungen werden zeigen, dass wir weiter handlungsfähig sind. Und als stabile Einkommensquelle den wirtschaftlichen Abschwung auffangen. Zweitens, wir planen eine allgemeine Steuersenkung für Angestellte. Das wird ihren Job schwieriger machen, aber dafür den Binnenmarkt langfristig gesund halten. Kompensieren Sie den Steuerverlust durch Expansion und konventionellen Handel. Sie werden einige Zulieferer und andere Handelsgelegenheiten in Ihrem zugewiesenen Sektor vorfinden. Benutzen Sie diese zum gegenseitigen Vorteil. Enttäuschen Sie den Global Trust Vorstand und vor allem unsere Angestellten nicht. Sie sehen zu Ihnen auf. Ja, und das war auch schon das Intro. Und jetzt werde ich mal die erste Aufgabe machen, zur vertrauensbildende Maßnahme. So. Und da wollen wir auch mal direkt mal anfangen. Ach ja, jetzt kann das mal wieder ein bisschen dauern. Obwohl es dauert doch noch nicht so lange. Oh. Let's go. Aja hat Zielkoordinaten erreicht. Dieser Sektor ist ideal für eine wirtschaftliche Erschließung. Okay. Wir erwarten von Ihnen diese Aufgabe trotz der widrigen Umstände professionell abzuwickeln. Ja, und das ist ja wohl mal die erste Aufgabe. Und ich sehe hier auch schon mal direkt eine Insel. Scanne unbekannte Küste. Ich guck mal, ob die groß genug ist. Oh ja, oh ja. Ich nehme schon mal hier direkt diese Insel. Tada! Und jetzt müssen wieder alle Bäume gefällt werden. Ja, und jetzt sind wir hier mal wieder mitten im Anfang. Durch die Steuervergünstigungen sind die Einnahmen erheblich gemindert. Sie sollten sich auch nach anderen Einnahmequellen umsehen. Nein, du sollst da eigentlich gerade nicht weggehen.
Sie könnten die Erste sein, die in den Genuss dieser Weltneuheit kommt. Eins und zwei. Falls heute da noch leider nicht dran. Nutzen Sie jetzt unser einmaliges Sonderangebot. Und drei. Ja, und jetzt kann ich mal wieder eine ganz, ganz kleine Siedlung bauen, die später mal wieder eine große Weltstadt wird. Na, schon wieder ein Baufehler mit der Straße, na supi. Und zack. So. Bleib am Puls der Zeit, Mann. Jetzt kommt da nur das Haus hin. Okay, funktioniert. So, was ist hier das Ziel? 500 Tycoon-Arbeiter ansiedeln lassen. Das geht ja eigentlich ganz schön schnell. Bleib am Puls der Zeit. Sie könnten die Erste sein, die in den Genuss dieser Weltneuheit kommt. Keine Ahnung, wieso jetzt hier diese vier Häuser standen. Uns geht's prima. Mamma mia. Das Leben hier ist einfach. So. Und dann gehe ich mal wieder einkaufen. Sie benötigen etwas? Ja. Sie sind also fündig geworden. Eins und zwei. So, und dann kommen wir mal wieder zu den Bauzellen. Also. Registriere Energieknappheit. Aber nicht mehr lange. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. So, in der Zeit kann ich ja mal hier ein bisschen erkunden. Noch mehr unbezahlte Überstunden ohne mich. Vadim Sokov, Sokov Transnational. Wenn es um Öl geht, führt kein Weg an mir vorbei. Nein, wieso ist dieser Spieler? Ich hasse diesen Typ. Wirklich, vor allem mit diesen. Diese Schiffe sind das Herzstück. Vor allem mit diesen scheiß Öltankern da, wirklich. Ich hasse diesen Typ. Deine Entscheidung für die Lebensweise der Ecos hat uns auf dich aufmerksam gemacht.
Hoffentlich kommt jetzt nicht so noch so strimmt, aber so der bin ich nicht richtig schon gearft. Nutzen Sie jetzt unser einmaliges Sonderangebot. Lokalisiere Insel. Bingo. Neue Insel geortet. Hoffentlich geht es weiter bergauf. Ja, was gibt's denn hier sonst noch so zu erkunden? Also mir fehlen noch ein paar zu. Ah, das neue Versuchskaninchen. Aha! Der Professor Dingsterbumster, wie heißt er? Professor Devi macht auch mal wieder bei dieser Mission mit. Scanne unbekannte Küste. Registriere Festland. Ob hier irgendwo noch so eine Insel ist, das glaube ich immer nicht. Lokalisiere Insel. Oh, doch. Ja, Chef, jetzt kannst du auch wieder nach Hause fahren. Oh, und ich kann noch ein paar Häuser bauen. Ich glaub. Nutzen Sie jetzt unser Einmal. So, liebe Leute, hier endet auch schon das Video. Im nächsten Part werde ich natürlich noch viel, viel mehr Häuser bauen. Denn ich habe im Moment nur 228 Dekonarbeiter und ich muss auch noch 5000 Kredits erwerben. Aber das kommt alles erst im nächsten Part. Ciao, bis zum nächsten Mal.